Hallo und herzlich willkommen zu Goyaks Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Die Papiere von Hella legten zuletzt eine starke Performance hin. Deshalb sind sie zu Recht Thema in der heutigen Ausgabe. Hella ist ein Automobilzulieferer und ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert. Im Zuge des Corona-Crashs stürzten die Aktien des Autozulieferers auf ca. 20 Euro. Mitte Dezember waren die Titel des in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen ansässigen Unternehmens noch fast 51 Euro wert. In Zeiten der Pandemie, die die Autobranche hart getroffen hat, sind selbstverständlich auch die Zulieferer stark betroffen. Hella hatte bereits Mitte März die drastische Senkung von Personal- und Sachkosten sowie geplanter Investitionen eingeleitet. Nun hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr, welches am 31. Mai endete, präzisiert. Es geht nur noch von einem Umsatz von 5,7 bis 5,8 Milliarden Euro aus. Zuvor waren die Lippstädter von 6,5 bis 7 Milliarden Euro ausgegangen. Trotz der nüchternen Zahlen schraubte das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Aktien von 31 auf 42 Euro hoch und beließ die Einstufung auf Buy. Analyst Sascha Gommel verwies unter anderem auf das sehr gute Kostenmanagement und den starken Auftragseingang. Im Chart erkennen wir die positive Entwicklung deutlich. Die vielbeachtete 200-Tage-Linie dürfte bald überschritten werden und einen Aufwärtstrend einleiten. Der RSL-Wert pendelt derzeit um 1 herum, bedeutet also weiter beobachten. Weitere Analysen und Infos finden in unserem Börsenbrief Goyaks Weekly und auf goyaks.de. Außerdem möchte ich Ihnen unseren neuen Börsenbrief Goyaks Premium ans Herz legen. Den Link für weitere Informationen finden Sie unter dem Video. Bleiben Sie gesund und bis bald!